Julia, du sollst zwei Vertreter schicken, die sich unsere Show ansehen. Also ich wünsche unseren vier Bewerbern viel Glück. Ja, der ist gut. Der ist sehr, sehr gut, Leute. Wirklich witzig. Jetzt sagt schon, wer von euch war der Spaßvogel? Warst du das? Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Ja, ich habe mich da nicht beworben. Ich habe vorher noch nie von Julia gehört. Nun, das mag schon sein, Mr. Bolton. Aber offensichtlich hat Julia von Ihnen gehört. Und da Sie ja diese Show selbst kreieren, werden Sie in Ihr Herz schauen und über Ihre Ziele und Träume für die Zukunft nachdenken müssen. Stellen Sie sich alle vorne an der Bühne auf. Fangen wir mit Mr. Danforth an. Na, kommen Sie, treten Sie vor. Ihre Zukunft. Na, ganz klar. UFA. Körbe werfen. Yeah. Miss McKessie. Oh, meine Zukunft? Ich werde mal Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Oh, natürlich mache ich vorher noch das College fertig. Martha Cox, Sie kommen zu spät. Entschuldigen Sie bitte, aber ich dachte, dass wir vielleicht noch ein paar Tänzer brauchen könnten. Was? Ich sehe dich schon mit langsamem Schnallen an. Mr. Bolton. Mr. Bolton. Hm? Ihre Zukunft. Oh, ja. Ach. Ja, wissen Sie, ich habe gedacht, ich werde... Ich denke, das nächste Ziel ist erstmal der perfekte Abschlussball. Oh, ist sie nicht wieder bezaubernd? Was ich will? Oh je. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich weiß, wo es endet. Ich stehe allein auf der Bühne. Ein einziger Scheinwerfer. Ein riesiges Plakat, auf dem steht... Das New York Deli, bitte. Wie kannst du jetzt nur an was zu essen denken? Vielleicht, weil wir jetzt Mittag haben? Oh, bitte keine Gurken, lieber so ein Big Apple Parfait, danke. Okay, diese Show ist unsere letzte Show hier. Chappelle's Mittagessen, bitte. Danke. Hier. Sehr schön. Glaubst du wirklich, der Grünschnabel Treuboten hätte nichts davon gewusst? Hat mich nicht für blöd. Also auf mich hat er ziemlich überrascht gewirkt. Oh, okay, dann hat er so die Theaterwelt als Bewerbung eingeschickt. Schauspieler können mich nicht täuschen. Sie sind ehrgeizig, rücksichtslos und gehen über Leichen. Sind wir nicht auch Schauspieler? Ganz genau. Hm. Imagine having everything we ever dreamed. Don't you want it? Maybe. Can't you see it? Kind of. Imagine first audition after college, I get the lead. Apart from me? Well, of course. Right. You gotta believe it. You and I, all the same. Sharpay, what's his name? Sound exciting? Inviting. Let's do it then. Listening. Personal stylist, agent, and a publicist. But where do I fit into this? With you, we can win. Win the part. Think bigger. Become superstars. That's better. Don't you see that bigger is better? And better is bigger. A little bit is never. No, 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 no. Don't you want it?
ist dran. Schon wieder. Sie will, dass ihr in ihre Sendung kommt. Sie werden von uns zurückgerufen. Hey, Lady, Sie sind viel zu schnell gefahren. Oh, dieser Chat. Hey, Miss Evans, wie geht's Ihnen? Folgen Sie mir. Ryan. Moment mal. Miss Dee hat gesagt, es gibt nur ein Stipendium und wir sind, schau mal, zu zweit. Wir sind Zwillinge. Sie werden uns beide nehmen müssen. Hör zu, Kelsey schreibt immer ihre besten Songs für Troy und Gabriella. Also musst du dafür sorgen, dass wir die Songs kriegen. Und wie? Putz ihre Brille, kauf ihr von mir aus rote Slippers, lad ihr auf den Ball ein. Keine Ahnung. Nur tu es. Hi Taylor, guten Morgen Sonnenschein. Und kommst du heute auch zur Probe? Habe ich denn eine Wahl? Du bist an allem schuld. Ich habe es nicht verstanden, weil du womöglich zur Show gar nicht da bist. Weiß jemand, dass du vielleicht in den Einführungskurs für Hochbegabte kommst? Nein. Du weißt, dass der Bescheid jeden Tag da sein kann. Hallo. Ja Taylor, nur diese Dinge brauchen Zeit. Hey. Ich brauche dich dringend. Was? Sieh nach oben. Ich muss zu Troy aufstehen, mindestens 2 Wochen nachsitzen, das ist jedoch klar. Shh. Viel Spaß. Ich brauche deine Hilfe. Welchen soll ich anziehen? Was meinst du? Warum? Weil du ein hübsches Kleid tragen wirst. Und da will ich auch gut aussehen. Ich bin noch nie gefragt worden, aber das hört sich an wie eine Einladung. Den hier. Ich war noch nie auf einem Ball. Geschweige denn auf einem Abschlussball. Aber ich hoffe, das ist für den Anfang nicht schlecht. Ist da wirklich Walze angesagt? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich kann nur das, was mein Dad mir beigebracht hat, als ich klein war. Ich stand auf seinen Füßen und wir haben zusammen Walzer getanzt. Komm her, ich zeig's dir.